zusammen, willkommen bei Phasmophobia. Ich dachte, ich zeige euch mal den schönen, jo, die schöne Nacht. Und mit dabei, ich, der Jay Gatsby, ich habe hier den Marcel mit dabei. Hallo, hallo Marcel. Hallo. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader und bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszupusten. Der Geist heißt heute Donald Williams. Sehr schön, mein neuer Williams. Schön, schön. Übrigens, das heißt ausblasen, nicht auspusten. So. Gut, Moment, Moment, Moment. Halt. Ich muss trotzdem nochmal nachgucken. Foto brauche ich jetzt nicht, ne? EMF, ich nehme EMF-Reader mit. Ich nehme die Audio-Boxen mit. Ach ja, richtig. Ja. Wir sind ja auf dem Campingplatz. Und da ist Audio-Box irgendwie besser. Hast du da jetzt, wie viel hast du da mit? Na, zwei. Gut, alles klar. Und zwei sind unten. Hab Strom angemacht. Jo, sehr gut. So, dann holen wir uns jetzt mal den Schlüssel. Hier würde ich echt nicht wohnen wollen. Blub, da ist der Jason. Dito. Sehr gut. Entfernt sich jetzt mal, das bin ich jetzt gerade gewesen. Ja, die sitzen ganz gut. Ja. Meine Beine sind die hier. Einmal hinten Lagerfeuer und einmal der hier vorne am Eingang. Und dann werde ich mir jetzt mal die Kamera schnappen. Schnapp dir mal die Kamera. So, wollen wir mal hier auf Nachtsicht gehen? Kriegt ich das schon aufs Maul? Hä? Achso, den anderen siehst du ja nicht, weil im Haus. Gut, dann nehmen wir das mit. Und was nehmen wir noch mit? Nee. Nehmen wir noch mit. Und auf geht's. Düt, düt, düt.
Born to be why? Du kannst nicht sein, du musst da drauf rumklampfen, oder? Mann! Das war der Geist. Jojo. Schön wär's. die Taschenlampe stört gerade. Hä? Wo? Die Taschenlampe stört gerade? Ja, ich guck doch gar nicht hin. Ich glaube, ich habe gerade ein Zelt gehört. Ja, ich habe eins aufgemacht. Ach so. Okay. Übrigens, ich tue das Zelt auch hinterher wieder zu, für den Fall, dass der Geist eins öffnet. Vielleicht haben wir ja Fingerabdrücke. Warst du das wieder mit dem Zelt? Jupp. Gib uns ein Zeichen! Warst du schon im Roten? Moment, ich hab was gehört. Nein, ich habe was fallen hören. Oder werfen. Achso. Ich würde sagen, das gelbe und das grüne Zelt hier mache ich jetzt noch. Dann gehen wir mal gucken, was... Oh. Das Kupfer ist nicht so geil. Ja, hat gerade, ich weiß aber nicht. Okay. Weißt du, wenn wir schon diese Audiosensoren machen, ne? Denn. Ja, ich will hier noch das letzte Zelt machen und dann komme ich erstmal raus. Okay. Ist ja das, was ich gerade erzählt habe, nur du nicht hören konntest. Dann red halt mit mir, Junge. Mann, 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 Mann. So, was nehmen wir denn als nächstes mit? Was hatten wir hier? Kerze, EMF. Fotokamera brauchen wir. Schmutziges Wasser hier vorne in der Toilette, Eingang. Ich komme. Aber ich höre ein Radio. Ja, ich auch. Hier drinnen. Aber das schmutzige Wasser hörst du. Ja. Temperatur. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gefriertemperatur haben wir da drin gesehen? Ja, und Fingerabdrücke. Wow, geil. Läuft ja super für uns heute. Super. Dämon finde ich jetzt nicht so toll. Ja, es weist momentan so ein bisschen auf Dämon hin. Also irgendwie ist der schon ganz schön aggro.
Nimmst du ein Feuerzeug mit? Ja, gleich bitte. Einen Moment, einen Moment. Ja. Auf jeden Fall immer noch die Kamera. Orb habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich rausgerannt bin beim Event. Schisser. Kann man nicht so sehen. Die lasse ich aber jetzt mal kurz hier, um das Feuerzeug mitzunehmen. Ja, dann Habe ich? nehme ich noch eine Kerze mit. Und dann habe ich noch Platz für ein. Nee, habe ich nicht. Dann habe ich noch ein Buch mitgenommen. Also können wir wenigstens das mit der Kerze machen. Dann kann er pusten, pusten. Gut. Also ich würde sagen, auf jeden Fall das Räumchen hier. So, Kerze ist hinter dir oder unter dir? Bist du hier? Oder hier? Wo bist du? Okay, ich glaube, ich habe den Fehler. Kleinen Moment. So. Bist du hier? Okay, reagiert absolut nicht. Moment. Wo bist du? Nö, müsstest du benutzen. Bei mir macht's gar nicht. Ja. Ich muss kacken. Ich habe ein Witcher-Brett. Nice, bist du hier? Nice! Aber wir wissen ja, wo er ist. Egal, gib doch Geld. Fotoapparat hast du? Habe ich im Van. Sehr gut. Geist, bist du hier? Ich bringe dich ihn Hallo, um. Geist! Ich bin Kaspar. Wie geht's dir? Wie war der Name doch gleich? Marcel, danke. Des Geistes. Ich glaube, ich war mit Dominik, Williams oder so. Moment. Komm mit der Kamera auch einfach mal her, weil die Dusche ist auch gerade angegangen. Donald Williams. Donald Williams, bist du hier? Bist du böse? Auf Wiedersehen. Oh. Oh, ciao. Das ist aber eigentlich nicht normal, dass du das machst. Ich doch selber. Oh. Ja, hinter dir. Oh, je. Jo. Das ist ja jetzt nicht so schön. Ja.
denn... Ja. Machen wir mal ein Foto von ihm. Das ist aber auch fies da. Gut, dann schauen wir erstmal, was wir haben. Eigentlich nicht viel. Ich hoffe, mit 70 greift er mich nicht an. Oh, jetzt erst recht nicht. Den nehmen wir im Buch mit. Und ein Dot. Eine Kamera werden wir auch noch lieber, aber gut. Dann machen wir es so. Ruhe in Frieden. So. Könnte die Box sein, die immer noch da rum rauscht. Und ein anderer dort. Ja. Muss reichen. Nee, der muss in den Raum sein. So. Dann schauen wir mal. Toll. Recht dunkel da hinten. Freundlicher Geist, kann es sein, dass du den anderen Dot hast, irgendwo? Der freundliche Geist antwortet dir mal, so dass du mich hören kannst. Nein, ich habe keinen Dot. Das ist blöd, denn ich sehe den anderen nicht. Der Dot ist auf jeden Fall hier positioniert. Einer. Ja, einer, aber ich wollte den anderen noch haben für weiter hinten drin. Nee, ich hatte den nicht dabei. Ich habe den Dot nicht mitgenommen. Ich hatte EMF und Feuerzeug, als ich rein bin. Ja, und eine Taschenlampe natürlich. Verdammt! Du hast vielleicht versehentlich einen zu wenig mitgenommen, obwohl einer reicht doch hin. Nö, ich habe eigentlich definitiv zwei. Ja, nee, aber es reicht doch einer hin. Ist doch gut. Nee, du siehst aber hinten rum nichts. Dann leg den dort weiter rein. Und ich vermute auch, dass es kein Dot ist. Dass du keinen sehen wirst. Das können wir ja mal gucken. Weil nach meinen Erkenntnissen dürfte es nämlich noch ein Mimic sein. Also Fingerabdrücke, Gefriertemperatur, wenn ich das Dot hinzufüge, sind sie alle weg. Ja, versuch's mal mit Geisterbox. Ja, da hatte ich doch den Bug gehabt.
Ja, ich hab doch gesagt. Ich hab das Ding doch danach benutzt. Ja, hast du was gehört? Gehört direkt jetzt nicht, aber er hat drauf reagiert. Ja, das X oder das Geistersymbol? Das X. Ansonsten passiert ja gar nichts. Also hat er nicht reagiert. Doch, er hat mich verarscht. Er hat mir bekannt gegeben, dass er nicht da ist. Wie ist er der? Ja, steckt auch gleich. Nein, ich habe das jetzt erstmal ausgewählt. Also ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas anderes davon sehen. Na, ich habe noch ein Buch reingelegt. Weil Geister, die gar nicht auf Box reagieren, die reagieren auch wirklich nicht auf Box. Egal, was du anstellst. Weder Kreuz noch irgendwas. Ist so meine Feststellung. Wer was anderes behauptet, ist selber schuld. Also wenn du jetzt noch irgendwas anderes findest an Beweisen, dann wäre es der vierte Beweis für mich. Dann ist erst recht der Mimik. Hier, da, in der Dusche. Kurz danach, zack, hat er mich gehabt. Penner. Ernsthaft. Das war's aber schön, wirklich. Boah. Was Arsch. Ja, das sind ganz lustige hier. Ja gut, dort umlegen war jetzt irgendwie Schwachsinn. Schön wäre es ja auch, wenn es vielleicht doch ein Dämon wäre, weil irgendwie ist er ganz schön hektisch gewesen. Der war echt jetzt so gar nicht langsam. Nö. Das hat aber nichts mit Dämon zu tun. Dämon handelte dich einfach relativ früh. Der Dämon hat mich relativ früh gehuntet, finde ich jetzt relativ früh, obwohl nö, eigentlich nicht, nö. Was eigentlich, sagen wir es mal so, er ist ziemlich aggressiv gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Was ja meistens dann eher auf den Dämon schließen lässt. Na, ich würde fast sogar sagen, Djinn. Nee, also, warum nicht, aber Djinn, warte mal. Djinn oder Hantu, beide können schneller werden. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder finden hier. Verdammt, Djinn, da. So, ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Ja, okay. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Ja, seine Stärken. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ich war nah dran. Schwächen dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. War im Camp nicht Licht an? Ja. Es war auch noch an, nachdem ich tot bin, oder? Ja. Okay, würde ich sagen. Das hätte ihn aber irgendwie. Das hätte ihn irgendwie hindern müssen, finde ich. Nee, war Strom an. Also ich müsste theoretisch den Strom ausmachen. Dann wäre er komplett nutzlos. Hä? Nochmal bitte. Wenn ich jetzt den Strom ausmachen würde, dann wäre er komplett nutzlos, weil er kann den Strom ja nicht mehr entziehen. Nein, Moment, also irgendwie haben wir uns da falsch verstanden, glaube ich. So, Schwächen, dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Ja, hätten wir ausgeschaltet, stimmt, ja, genau, andersrum. Sag ich doch. Okay. So. So, was hat man noch? Handtuch? Ja, yep, würde ich auch noch sagen. Ja. Ein Handtuch ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist. Sie sind dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen. Oh gut, okay, ich schätze mal, das ist kalt. Ich meine, ja, Friertemperaturen. Richtig. Ja, also seltsam. Naja, okay, Stärken. Bei niedrigen Temperaturen können sich die Handtuch schneller bewegen. Hm.
wenn er die einzige Temperatur schon mitbringt, also dann ist das unnötig, das zu schreiben. Naja. Er war auf jeden Fall recht zügig hinter dir her. Ja, ach was, echt jetzt? Hätte ich gar nicht gemerkt. Schwächen, ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Was hätte ich machen sollen? Eine Heizung hinstellen oder was? Habe ich keinen Thermometer? Das weiß ich nicht. Verdammt, dann hätten wir nämlich gucken können, ob es jetzt wirklich eine kältere Temperatur ist. Aber wenn es 4, 5 Grad wären, wären es ja kalte Temperaturen. Dann hast du aber keinen Gefrieratem. Das ist ja wurscht, es geht um die kaltere Temperatur. Es geht höchstens um die Temperatur außerhalb des Bereiches, weil wenn die da kalt ja. ist und nicht warm, ja, dann könnte es... das auch so erklären. Ja, ich wäre jetzt nicht in den Raum da reingegangen, sondern generell hätte ich mir die Karte angeguckt von der Temperatur. Aber geht nicht, weil irgendwie die Dinger fehlen. Oh, wie schade. Ja. Oh, wie schade. Ich kann hier auch nichts drauf lesen, verdammt. Machen Sie ein Bild vom, Foto vom, Geist. Ja. Von wem auch sonst? Doch lesen. Foto von dir steht da bestimmt nicht am Whiteboard dran, nö. Bin mir sicher. Oh. Achso. Ja, das sehe ich ja jetzt. Auf es Nachtsicht würde ich es nicht sehen. Ja. Mach den mal nützlich und geh mal gucken, ob ein Buch geschrieben wurde. Mach dich gleich nützlich. Ja, komm, so du bist schon tot. Sack. Oh. Mann, ist so schwer, gutes Personal zu finden. Echt schlimm, ja, nun schlimm, lauf. Schlimm. Lauf. Das Buch schon wieder hingeschmissen. Ach da. Nope. Nix so hoch. Okay, also entweder ist das der falsche Raum oder... Ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe keine... irgendwie ist hier momentan tote Hose. Stimmt, es war ja Gefriertempo. Ich den Orb. Ehrlich? Ja, ich habe da gerade einen Orb gesehen. Ja, da ist ein Orb. Okay. Ja, schade, kann ich nicht sehen. So, und zu welchem Schluss bist du jetzt hier gekommen? Oh. Handtuch, wie vermutet. So. Ja, es lag nahe. Es lag nah. So, ausgewählt habe ich. Also, gut. Abfahrt. Hey, Penner. Lebo! Haha, ciao! Da fährt er doch einfach ohne mich los. Ich glaub's ja nicht. Ja, als ob ich die ganze... Böser Bube, böser Bube. Ich hab doch vorher noch gesagt, es ist ein Mimik. Ja, und es gab keinen Beweis dafür, außer wenn wir jetzt noch einen Beweis gefunden hätten. Leute, ich hab euch gesagt, oder ich hab's euch sogar gezeigt, Mimik. Naja, okay. Es war aber kein Beweis da. Krieg auch doch. Siehst du doch, dass ein Beweis war. So. Ja, das waren aber drei Beweise nur. Ruhe, bitte. So, Gesamtplus oder beziehungsweise mal Schwierigkeitslevel 20. Ich bin eh tot, ich hätte eh kaum was gekriegt. Wie sieht's aus bei dir? Was hast du gekriegt? 80. Ha! Schade. Hätte ich doch weiter Mimik gesagt. Naja, egal. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.